Seit wann sind Sie mit Ihrer Familie hier und was war der Anlass? Ich bin geboren in der Türkei, ne? Mitteltürkei, das heißt die Stadt Provinz Konya. Unsere Kreisstadt ist Derebeyaz. Ne? Ich bin dort geboren. War ich dann nach dem Militär, wir haben da ein bisschen Arbeit gemacht, aber Arbeit haben wir gehabt, aber trotzdem war im Ausland, war ist die schmackhafter, mehr Geld verdienen. Ne? War die Leute, wir haben damals eine so Kooperation so um die Lauchgewehre gemacht. So haben wir jede Werkstatt gehabt, wir haben dort gearbeitet. Aber weil ich vom Militär zurück war, die Leute alles hat fort nach Ausland, weil in Ausland besser verdiente. Dann habe ich probiert mit dem jemand beauftragt, dass mich auch noch vielleicht so ohne zu warten rüberholen kann. Habe ich einen Bekannten gehabt in Frankreich. Und er hat mich mit dem einen Arbeitgeber und einen Arbeitsvertrag gemacht. Ich habe 1971, 26. März, war ich in Frankreich. Habe ich 15 Monate lang dort ist eine Sägewerk gearbeitet. Dann 1972 in Juli, Anfang Juli, habe ich dann ist Deutschland rübergekommen. Aber ich habe mich schon vorher in einer von Deutschland Arbeitgeber eine Arbeitsbescheinigung nehmen, über das Konsulat, alles, was das regelmäßig in die gesetzlich her, wie das ist, abgeschrieben ist, das muss so weiterlaufen. Dann habe ich dann Genehmigung gekriegt nach Tuttlingen, bei der Baden-Württemberg, eine Gipsfirma. Ich habe dort war einen Monat geschafft, habe ich so Pech gehabt, im Auto runtergefallen und habe ich die direkte Abend und gebrochen. Da war ich 2 Monate krank, war, wollte ich die Gipsarbeit nicht weitermachen, weil mit dem Handlicher. Und war ich früher, wo ich in Frankreich Sägewerk gearbeitet habe, dann habe ich von Eppenbrunn, der eine Holzhandler heißt Erwin Leininger, habe ich gekannt. Der hat uns in Frankreich Holzschneider gelassen. Dann habe ich zu denen angerufen, der für mich arbeitete. Dort. Hat er gesagt, ja. Er kann kommen, wir haben für Arbeit, aber die haben damals hat kein Sägewerk gehabt und haben sie für Palette gemacht. So Einwegpalette oder Mehrfachpalette. Da haben sie so einen Shop gehabt. Da habe ich dann ist 1972, 30. Oktober, war ich hergekommen in Eppenbrunn. Ne? Und dann habe ich angefangen dort zu arbeiten. Habe ich so bis 1979 bei der Firma gearbeitet. Ne? Dann 1979 im Juni, 11. Juni, dann habe ich angefangen bei der Kemmeling arbeiten. Dann habe ich bei der Kemmeling 30 Jahre geschafft, bis dass ich arbeitslos war oder Rente kriege. Soll ich mal erst erzählen, wo die Frau geholt habe? War normal, muss ich zurückgehen. Ne? War ich war da Anfang 1972 Schaffer. Da war ich noch allein, in Frankreich auch allein. Dann habe ich gedacht, ich kann meine Frau holen, aber habe ich jetzt 2 Kinder gehabt, die schon in Türkei geboren sind. Die sind so klein, habe überlegt, was ich mache. Dann habe ich mit meinen Eltern gesprochen. Die Eltern haben gesagt, wir behalten die Kinder, kannst du deine Frau holen. Dann habe ich die Holzhandel, die haben nebendran ein Haus gehabt, das sind so Kurbetrieb, Kurhaus, weitergelaufen. Ne? Die haben gesagt, können eine Frau kommen, da in dem Küche oder in dem Betrieb arbeiten. Aber dann haben sie gebraucht, normalerweise damaliger Zeit war einfach gewesen. Kenne ich den Beantrag und kenne ich normal eine Familienangehörige holen. Aber ich habe das anderes gemacht, habe ich das normal mit der Firma für meine Frau einen Arbeitsvertrag gemacht, das normal über in die Istanbul eine deutsche Arbeiteranstalt hat dann rüberkommen. War 1973 Mai war ich da zusammen. Ne? Aber bei dem Kurhaus war, haben sie das Reparateur gegangen, haben sie Reparaturierung angefangen gehabt, da hat nicht fertig war. Und dann haben sie gesagt, ja, wir können das dieses Jahr den Betrieb nicht aufnehmen, die können wir für ihre Frau andere Arbeit suchen. Ne? Dann haben wir das noch gefragt, war einer jemand, Nachbarn, hat am Salamander gefragt. Da hat er gesagt, ja, oder das normal war unser Hausherr, sein Bruder, seine Frau gewesen. Ne? Aber so ein bisschen hat so jemand ihm geholfen. Damalige Zeit, 1972, 1973, da kannst du überall, wenn heute fragen,
Morgen kannst du anfangen. Ne? War nicht wie jetzt gewesen. Ne? Und dann hat sie angefangen, 19. September 1973 bei der Salamander Schäfer. Hat 30 Jahre lang hat es geschafft, weil Salamander ist zugemacht, hat es aufgehört und dann hat Arbeitslose geholt und dann nach dem Arbeitslos mit dem Abzug ist Rente gegangen. Ja, das ist fertig. Bin ich dann normalerweise 30 Jahre lang bei der Kämmerling gearbeitet, Maschinenführer oder Einrichter, Kunststoffprofile extrudiert, ne? In Extrusion gearbeitet und dann war einmal, war es nicht mehr so gut gegangen, weil die hat vielleicht wie alles die Persona und neue Geschäfte, hat dauerweise verkauft und so. Und dann habe ich gedacht, ich kann mal vielleicht einen Sprecher, den mich da entlasse. Das ist wohl nichts mehr so gut, wir sind so alt. Dann haben sie gesagt, ja, da haben sie ein bisschen Abfindung gehabt. Dann habe ich aufgehört, war normal bis 2008. Bis jetzt 2011 habe ich noch normal die Arbeit losgekriegt. Dann habe ich ab 1. April die Rente. Ja. Mit der normalen Wohnung wohnen wir schon seit 1979. Vorher im Ort, da ohne Einfahrt in Eppenburg und die linke Seite, 6-7 Jahre andere Wohnung gewohnt. Aber seit den Dosen, wir wohnen in Eppenburg. Ja. War es für Sie schwer, eine Arbeitsstelle hier zu finden? Nein, das war kein Problem gewesen. Normalerweise war ich 1979, weil ich dem anderen Firma oder gewechselt habe. Ne? Wenn ich habe Hingang gefragt, haben sie gesagt, kannst du morgen sofort anfangen. Aber ich habe ja schon 8 Jahre lang dort geschafft, musste ich ja Kündigungszeit. Ne? Dann haben sie mit 15 Tagen habe ich gekündigt, kam der Rübergang. Damals ist ja so, normal war ich Kämmerlinggang, habe ich weniger verdient wie alte Firma. Aber bei der Kämmerling, der Samstag, Sonntag geschafft wurde und dann hat mehr Möglichkeiten gehabt und ein bisschen mehr arbeiten und besser verdienen. Dann aber später, ich war normal mit dem Schick, vollkontrollierten Schick, Prozente und dann habe ich die Einrichter, dann qualifiziert mich, dann ist Schickführer geworden, dann hast du ein bisschen mehr verdient. War vielleicht gut gewesen, habe ich das gut gemacht, war. Da war normalerweise so eine kleine Firma. So verdienst du ja im Leben nicht. Ne? Ja. Und dann habe ich das dann in damaliger Zeit, war kein Problem gewesen. Ich sehe, damals war ja alles in Firma, das mit der Vollschuhindustrie gewesen war. Ist überall, jede Ortschaft oder jede Ecke war Schuhfabrik. Jetzt ist noch die Ami war da lange Zeit, ne? War jetzt kein Problem. Aber jetzt, die letzten 10, 15 Jahre, wo die jetzt mehr Probleme aufgetaucht sind. Ne? Vorher war nichts, war alles. Okay. Wie Sie erwähnt haben, waren Sie ja in Frankreich und in Deutschland. War die Reise für Sie schwer? Ja, was heißt Reise? Normalerweise, wenn du Genehmigung gekriegt hast, ist kein Problem. Nur muss normal über das deutsche Konsulat beantragen. Das muss Antrag und über mit dem Kreisverwaltung, wo du schaffen gehen willst. Das ist abverständlicher. Das, wenn die Kreisverwaltung das okay, dann kriegst du Visum. Dann haben wir Visum gekriegt, erst für die 3 Monate. Dann später weitere Jahre. Dann haben sie das genehmigt. Wenn genehmigt gekriegt, dann hast du ja nicht illegal herkommen. Ne? Normaler Weg aufgeführt. Weißt? Das ist ganze, dann war 72, Ende 72, haben sie die Wege auch zugemacht. Da hat ja nichts mehr funktioniert. Ne? Der normal, das heißt, von jemand, wenn zwei Länder arbeiten, darf nicht mehr dritte Länder gehen. War fertig. Ne? War damaliger Zeit vor 72 ist gegangen. Habe ich normal die Verwandtschaft gehabt und noch in Frankreich, wollte auch her, aber hat nichts mehr gegangen, haben keine Genehmigung gekriegt. Ne? Dann ist was Schluss. Ne? Und wie fühlen Sie sich hier in Deutschland angenommen? Oder gab es irgendwelche Probleme? Fühlen Sie sich hier als, also betrachten Sie Deutschland als Heimatland? Es ist so, wenn du bist anständig bist, jemand nichts macht, macht dann niemand die was. Das muss das egal wo. Das heißt Integration, wenn du normal dem anpasst, die Leute, wenn du Leute nicht tust, und tut es anderen Leute die gar nichts. Ich habe normal außer meiner ist die Arbeit, war ich nebenher. Ich bin jetzt seit fast 30 Jahren jetzt im Vorstand, ist ein islamisches Kulturzentrum Verein. Ne?
bin auch dort betätigt, Freizeit. Ne? Normal habe ich auch mit dem anderen türkischen Leute zusammen oder mit dem schön mal früher mit dem die Zeitung und so mehr Interview gibt, alles. Ne? Wenn normalerweise du bist alles so wie Gesetz will, Gesetzgeber will. Wenn du Anpassung bleibst, das stört niemand. Die sind so, ich bin ja jetzt schon 40 Jahre her. Was soll ich das mit so fühlen? Ich fühle mich nichts mehr irgendwie bedroht oder ist das, ich will ja, suche keine Arbeit mehr. Ich habe meine 40 Jahre lang geschafft, habe meine Rente. Wenn jetzt heute sage, Deutschland, du musst raus. Okay, ich gehe mal in die Türkei, habe meine Rente weiter. Da müssen sie ja weiter bezahlen. Ja. Da kommen sie nicht mehr weg. Ne? Aber so sah da niemand was, habe ich normal, mit ich und meine Frau, wir haben die Aufwandberechtigung und irgendwie. Wir fühlen uns nicht bedroht oder was, das sagt uns niemand. Weil wir haben jetzt, wann? 2001, wir haben jetzt normal von 79 da angefangen zu wohnen. Und haben wir dann bis 2002 mitgewohnt, die Hausleute gestorben, der Enkel hat das Haus geerbt gehabt, dann hat verkauft, wir haben jetzt das gekauft. Da haben wir umgebaut alles, haben wir so gemacht, wie wir es alles gewollt haben, überall Garten und außer im Haus. Und wir fühlen uns da wohl und jetzt wir sind Rente, wenn wir jetzt Beispiel, da kriegen wir langweilig, dann fahren wir Türkei 2-3 Monate und dann vielleicht mal da ein bisschen langweilig kriegen, dann fahren wir wieder daher. Ne? Ist so, jetzt ist der Ibrahim ist 1982 geboren, hier ist geboren, hier groß gewachsen und hier Schule gegangen, er sprach aber auch nur Türkisch und Deutsch, da kam Schule und Englisch und Französisch noch dazu. Und das ist, hat er Abitur gemacht und dann hat er noch die Universität, hat er noch den Master gemacht, jetzt das wird fertig. Ne? Er soll den, muss er so ein Erbe erzählen. Ich habe noch außer er zwei Kinder, noch einen Sohn, eine Tochter, alle zwei ist Rechtsanwalt, einer lebt in Berlin, einer lebt in der Türkei. Ne? Das ist, meine Familie ist so. Also welche positiven und negativen Erfahrungen haben Sie hier in Deutschland gesammelt? Ich meine jetzt, bei mir zum Beispiel war es so, ich bin auch Russlandsdeutsche und hatte als jahrelang Angst zu sagen, dass ich Russlandsdeutsche bin, um deswegen gehandelt zu werden oder so. Wie war das bei Ihnen? Das ist schon ein bisschen Unterschied. Vielleicht mancher ein bisschen vielleicht so komischer Angucker kann dabei sein. Aber bis jetzt normalerweise und die letzten 40 Jahre, irgendwie hat niemand was uns gedroht, warum wir Muslime sind oder sowas, hat niemand was gesagt. Weil einmal war wir an dem so Betrieb, so vom Kaffeekasse aus Essergang gehabt, war einer Mann war voll gesoffen, weil meine Frau im Raum Kopftuch gehabt hat. Da hat er gesagt, das muss Kopftuch raus. Dann habe ich gesagt, was geht dich an? Geht dich überhaupt nichts an? Du guckst das hin, saufst deine Bier weiter. Aber ich habe normalerweise mit meiner Kollegen, wo die im Betrieb zusammengegangen sind, mit dem hingesetzt. Aber sonst irgendwo ist niemand droht und ein bisschen normal. Mit der Moschee ist im Pirmasens, täglich den Freitag und Samstag oder in die Woche mit Seitan fahren vorbei oder gehen, mit einer anderen treffen zusammen. Und das haben wir keine Probleme. Es ist, wenn ich Deutschland so lange lebe, wenn ich im Ort schaffe, wenn du reinkommst, irgendwo fragst, normal, und ich heiße Khan und du musst alle, aber die Deutschen rufen immer kurzer Name, ne? Alle. Ne? Wenn jemand fragt, wo alle da wohnt, die kennt ganz Eppenburna. Vielleicht ich kenne die alle nicht Namen her, aber so aussehen, so lange wohnst, kennst. Aber wir sind da, das kannst du ruhig sagen, sehr aufgehört. Wir sind sehr zufrieden mit unseren Nachbarn oder so. Wenn wir nicht da wären, sie beachten unser Haus oder unser ganzes Rumherum wie eigene. Wir sind so glücklich miteinander, mit den Nachbarn, alles gut, Verständnis ist kein Problem. Wie Ihr Vater schon vorhin erwähnt hat, Sie kennen die Türkei nur aus Urlaubsreisen. Wie haben Sie das empfunden? Wie ist für Sie die Türkei rübergekommen? Ich bin halt hier geboren, bin jetzt 29 und kenne die Türkei eigentlich gut, vielleicht ein bisschen besser als Urlauber, da wir halt jedes Jahr früher länger, inzwischen weniger, immer dort waren. Und
ja, dadurch, dass man halt auch die Sprache kann, ist das schon, ja, sagen wir mal, anders. Außerdem wird man natürlich auch, sagen wir mal, geht wahrscheinlich jedem so, hier als Türke gesehen und dort als Deutscher. Ne? Das ist halt einfach so. Und ja, aber eigentlich hat man da einen ja, ganz normalen Bezug dazu, so wie, ich weiß nicht, ob man das als Nicht-Immigrant nachvollziehen kann. Ne? Das ist wahrscheinlich schwierig. Habt ihr in der Türkei in einem Dorf oder in einer Stadt gelebt? Dort wohnen wir in Izmir. Das ist eigentlich eine Großstadt. Inzwischen, ich glaube, über 4 Millionen Einwohner. So vergleichbar mit Berlin, sage ich jetzt mal. Ne? Und ja, also wenn man eigentlich das dort sieht, die Leute, die jetzt zum Beispiel meine Schwester, wenn die hierher kommen, für die ist das eigentlich ein Entwicklungsland. Wenn man jetzt Eppenbrunn sieht oder auch Pirmasens, man hat ja immer so die Denke eigentlich, dass andere Länder nicht so fortschrittlich sind oder irgendwie hinten dran hängen. Wenn man aber jetzt die Gebiete sieht, die entwickelt sind, ne? Da könnte sich noch einige Stadt oder einige Städte hier was abschauen, was ja, sowohl die Verbindungen angeht, als auch was weiß ich, Einkaufszentren, was weiß ich was, darf man sich jetzt nicht so vorstellen. Obwohl, es war ja Schnee wahrscheinlich mal irgendwie in der Türkei, wenn es auch nur Antalya ist. Das hat wieder ja, mehr ausgerichtet auf Tourismus, eigentlich Hoteltourismus und so. Aber wenn man die Großstädte sich anguckt, wie Istanbul oder Izmir, Ankara, da ist man also, da steht man in Berlin beispielsweise nichts zurück. Ne? Das ist also schon. Und wenn die hierher kommen, dann sehen die eigentlich, jetzt wenn man Pirmasens und Umkreis sich anguckt oder auch hier ist ja eigentlich auch in der Nähe, sagen wir auch, bis nach Frankfurt eigentlich gar nichts. Das ist eigentlich für die ein Schock, ne, wenn die das sehen. Die haben da ganz andere Vorstellungen, die denken, da ist Hochtechnologie. Ja. Ja, was ich noch gerne wissen wollte wegen Schule. Bei mir zum Beispiel, ich hatte mit der Sprache teilweise Probleme, weil ich ja Deutsch, Englisch und Russisch. Und dann habe ich es mit Französisch probiert und das war bei mir so ein Knackpunkt. Wie war das bei dir? Sprachlich war das eigentlich, ich finde eigentlich alles, das ist eigentlich eine Fleißsache, ne? Gerade Sprachen, ich meine, einige sind da ein bisschen begabter, die anderen ein bisschen weniger, aber letztendlich ist das eine Einstellungssache, ne? Ob man da wirklich Lust drauf hat. Der eine macht es halt schneller, der andere weniger schnell, da muss er sich halt mehr anstrengen. Ne? Aber dass es da Vermischungen gibt oder einen Nachteil, sehe ich jetzt gar nicht. Ne? Ich kann auch die Sprachen, also wenn ich jetzt einen Satz sage, kann ich die durcheinander mischen, wie ich möchte. Ne? Mhm. Und trotzdem weiß ich noch, was habe ich noch eine Ordnung drin. Ne? Mhm. Manchmal gucken die mich seltsam an. Ne? Sag ich, was ist los? Du hast gerade, in einem Satz mehrere Sprachen gesprochen. Ne? Aber das ist halt je nachdem, was einem in dem Moment gerade einfällt. Und derjenige versteht das auch gegenüber, dann spielt das eigentlich keine Rolle. Ne? Und man muss nicht weggehen. Man kann natürlich, dann, wenn man möchte, dass jemand was nicht versteht, so, ja. Dann, dann kann man direkt mal ausweichen. Ne? Also zum Thema Integration, was würdet ihr nachfolgenden Migranten als Tipp geben? Was würdet ihr ihnen sagen? Wenn ich jetzt der Antrag stelle, statt Bürger und Deutsche, das ist mein Gesicht oder meiner und Aussehen, ändert sich ja nicht. Ich bleibe Ausländer und will ich ja Ausländer. Es ändert nichts, wenn ich meinen Pass anderes werde. Wenn ich einen deutschen Pass habe, ändert auch nichts. Dann habe ich gedacht, das nutzt uns nichts mehr Vorteile. Aber ich ihm empfohlen, wer 18 war, es ist deutscher Staatsbürger annehmen. Aber für uns ist es braucht man nicht. Nur wenn du hier wohnst, mehr normal Aufenthaltsgenehmigung und mehr normal und so weiter gearbeitet und das Ende unserer Arbeitszeit war mir jetzt gute Zeit da und jetzt alles so der Zeit unsere Arbeit gemacht und 40 Jahre lang geschafft. Sie hat 30 geschafft, ich habe 40, ne, und unsere Sache gemacht und dann ist dann in den Wegen ist die. Wir haben keinen Vorteil oder keinen Nachteil, wenn ich der Deutsche werde. Wenn ich jetzt normal, dann denke ich, okay, wir bleiben in Türkei, fertig. Aber normalerweise, die Leute müssen ihre Kinder ein bisschen hinterher mehr draufbleiben. Dass die Kinder ist irgendwie mit
außer egal, gibt ja in die, Deutschland gibt ja alles auf die Straße oder in die Schule und alles, gibt gute, gibt schlechte. Die Kinder mussten, Eltern mussten mehr unterstützen, die weiter alles. Ich habe ja normal, ihm kann nicht viel helfen in die Schularbeit. Ja? Und weil er ein bisschen knapp war, also nicht so geklappt war, haben wir mal zeitlang so Lehrer geholt und das ein bisschen so Hilfsunterricht genommen. Und dann, aber er hat schon alle Sachen selber geschafft. Er war fleißig und er selber war ist drauf. Aber wir haben ihn unterstützt, weil er es gewollt hat. Wir haben nichts Wege gestanden. Darfst du das nicht machen oder was? Okay, wenn du das machen willst, aber musst du das machen. Ne? Normalerweise war ich dagegen gewesen, weil er aufhört bei der Kämmerling und weil ich studiere gehe. Ne? Da hat er gesagt, nee, keine Angst an, ich studiere, hat er gesagt. Dann aber habe ich gesagt, okay, wenn du studierst, dann bleibe ich nicht dran. Dann hat er aber fertig gemacht, ne? Das ist dann sehr klar. Deswegen, jede Familie muss das von ihren Kindern nicht sich denken, wenn Arbeit kommt, nicht um die Couch weiter schlafen oder irgendwie das Kind, egal was der macht, kommt er am Abend heim oder nicht, dass immer mit dem Kind weiter miteinander rede. Nicht und viel, wie sagen wir, das Frage stellen, nicht oder und nicht viel Verbote oder alles so Bestimmungen und das, du darfst nicht, weiter mit Kindern weiter reden. Weiter spreche, was haben wir Probleme und das, okay, wenn das so machst, ist es besser, wenn so machst, ist vielleicht nicht besser, was meinst du, vielleicht sagt er, okay, aber ich habe so Meinung, ich will nur das so probieren. Das muss dann die Familie, der Vater oder Mutter, muss dem Kind mit reden und muss er Zeit nehmen. Ich habe ja normal nicht viel Zeit nehmen können, ich habe ja immer schick geschafft. Ne? Jede Woche war 7 Tage auf der Arbeit. Aber trotzdem war er ziemlich bisschen groß geworden. Da ab 16, 17, da habe ich immer so gesetzt, habe gefragt, wo warst du heute, was hast du gemacht? Und so einfach so normal geredet. Und weil ich vielleicht mich was nichts gepassender sage, vielleicht das geht nicht, vielleicht was anderes machen können, aber nicht Verbote oder so Ding gestellt, das darfst du nicht, das immer ein bisschen milde angehe, das Verbot immer dann und Erpressung, das wirkt das wieder zurück, das dann ist schlecht. Deswegen, ich empfehle die alle Leute, die sollen die Kinder eigene Kultur lernen und deutsche Kultur weiter lernen und besser Deutsch, besser Deutsch, besser Deutsch. Wenn das nicht Deutsch sprechen, kommen sie nicht weiter. Fremde, ja, eigene Sprache, okay. Die kommen ja von sich aus selbst schon in die Familie. Da war er normal, war, ich glaube, war 15 oder 16 war, 2 Jahre war so Koranschule mit dem die Jugend, die türkische Jugend. Die hat die türkische Sprache noch verbessert, habe ich nichts mehr gebraucht, was weiter und gebe. Aber er war normal und deutsche Schule, Deutsch hat gut gekannt oder gut gelernt und hat immer weitergemacht. Ja, viele denken ja, dass sie irgendwie einen Nachteil dadurch haben, irgendwie, dass sie halt später erst dazugekommen sind und das habe ich ja vorhin schon gesagt, eigentlich ist es genau das Gegenteil, das ist eigentlich ein Vorteil. Ne? Und da sollte halt keiner denken, ich schaffe das nicht oder ich kann das nicht und das nicht. Und es gibt ja auch viele Eltern, die sagen, ja, geh mal hin, mach eine Ausbildung, wenn es hochkommt und das war's dann. Ne? Aber ich kenne inzwischen, vielleicht auch jetzt vom Umfeld her, es gibt viele, die halt wirklich nicht viel geschafft haben oder nichts geschafft haben, sage ich mal, noch nicht mal eine Ausbildung haben. Ne? Aber es gibt auch genauso viele, die das genau das Gegenteil beweisen, dass es einfach möglich ist, die wirklich Ärzte, Ingenieure sind. Und ganz einfaches Beispiel, ne? An der Uni, da sind viele Araber oder Afrikaner, die hierher kommen, die können noch kein einziges Wort Deutsch. Die kommen hierher innerhalb von 6 Monaten, sprechen die besser als die Einheimischen, yeah, ne? Und machen ihr Studium fertig. Ne? Und also die Sprache kann eigentlich nicht die Barriere sein. Ne? Also und da hat mal jemand, gibt es ja diese Comedians, die da ein bisschen drauf rumhacken, yeah, hat mal jemand gesagt, gerade zum Thema Integration, ne? Dass sich die Leute immer beschweren,
dass die Immigranten nicht die Sprache sprechen. Da hat er gemeint, wie viele türkische Worte können denn Sie? Ne? Ja. Was haben Sie denn zur Integration beigetragen? Ist es Integration, dass nur die anderen sich anpassen? Oder gehört es auch dazu, dass ich auf die anderen zugehe? Ne? Wie oft, stelle halt die Frage, ne? Wie oft haben Sie denn mal Ihren türkischen Nachbarn zu sich eingeladen zum Tee trinken? Ne? Oder irgendwie mal drauf angesprochen? Und wie viele Worte haben Sie denn in seiner Sprache gelernt, dass er Ihre Sprache lernt? Ne? Und Integration ist eigentlich so ein Geben und Nehmen und nicht nur ein Nehmen. Ne? Und das vergessen halt viele. Ich denke halt nur, dass wirklich die jetzt, sag mal, auch neu dazukommen, einfach die Chance nutzen sollten, dass sie halt einfach auch diese interkulturelle Erfahrung haben, das einfach mehr mitbringen und nicht denken, das haben aber viele und das machen viele. Genau, das machen halt nicht viele. Ne? Einfach die Stärken, die man hat, nutzen und halt darauf halt aufbauen auch. Ne? Wenn man schon zwei Sprachen spricht, das ist ja eine Gabe eigentlich, ne, ein Geschenk, dann kann man vielleicht was in der Richtung machen einfach. Ne? Durch diese, das kann halt nicht jeder. Ne? Und das sollte man einfach nutzen und nicht verschwenden, das Potenzial.